Eigentlich geht es hier nur um Blumen. Doch solche Termine sagen meistens viel über die Gemütslage von Horst Seehofer. Seine Wut auf Merkel bekommt heute stellvertretend ihr Regierungssprecher ab, nur weil er zur Flüchtlingskrise etwas sagte, was Seehofer nicht passte. Unser Gesprächspartner ist nicht der Regierungssprecher. Dass das jetzt mal ein für alle Mal klar ist. Wir halten das auch nicht für angemessen, dass sich der Regierungssprecher mit einer bayerischen Staatsregierung beschäftigt. Wir beschäftigen uns mit der Bundeskanzlerin. Und die Bundeskanzlerin sollte sich mit uns beschäftigen und nicht über Sprecher. In diese aufgewühlte Stimmung hinein, nach all den Drohungen und Ultimaten der CSU, jetzt also noch ein Brief an und eigentlich auch gegen Merkel. Nichts Revolutionäres, alles alte Forderungen wie eine wirksame Sicherung der EU-Außengrenzen, effektive Grenzkontrollen an allen Grenzübergängen, die Festlegung einer Obergrenze von jährlich 200.000 Personen und die Zurückweisung von Flüchtlingen aus sicheren Drittstaaten. Was also soll das Ganze? Der Innenminister sagt es dann doch recht deutlich. An der slowenischen Grenze sagen Menschen, ja, ja, also wir sind ja von Deutschland eingeladen zu kommen. Das steht hier immer noch im Raum, das wird immer noch so erzählt. Und dem muss man einfach mal ein klares Signal entgegensetzen, dass das so nicht ist. Von all diesen politischen Scharmützeln bekommen die Flüchtlinge wohl nur wenig mit. Wie hier in Regensburg haben sie ganz andere Probleme. Wenig Platz in den Unterkünften, vor allem für die Familien mit Kindern. Diese Familie kommt aus dem Irak, ist seit 2 Monaten in der Erstaufnahme, denn es fehlen die Anschlussunterkünfte, obwohl überall fleißig gebaut wird. Die Kommunen ächzen weiter unter den Lasten und fordern, dass sich bald etwas ändert. Die Landrätin wünscht sich deswegen weniger Streit zwischen Seehofer und Merkel und dafür mehr konkrete Taten. Dann ist es ganz wichtig, dass Integrationsmaßnahmen für Erwachsene sofort greifen. Es muss sichergestellt sein, dass alle, die 2, 3 Wochen hier sind, entweder einen Sprachkurs, Rechtskurs, Integrationskurs, Berufsintegrationskurs bekommen. Das muss endlich koordiniert ablaufen. Doch davon kann nicht die Rede sein. Stattdessen geht der politische Kleinkrieg weiter. Man muss kein Prophet sein. Seehofers Brief wird an Merkel genauso abperlen wie alle anderen Forderungen. Selbst wenn er diesmal einen Strauß Blumen mitgeschickt hätte.